Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So viele spannende Missionen zur Auswahl. Dann wollen wir gleich mal eine angehen. Och, ich würde sagen, Pferd steht in der Richtung, dann gehen wir doch zuerst zu John. Hey, muss schon herkommen, wenn ich nach dir pfeife. Sonst funktioniert unser ganzes kann schon nicht reden, fängt gut an. Sonst funktioniert unser ganzes System hier nicht. So, einmal rauf auf den Pfannkuchen. Und der muss, glaube ich, ein bisschen sauber gemacht werden. So, du siehst echt verstaubt aus. Ah, jetzt blitzt es wieder. Der Zug hört sich aber auch sehr verlockend an. Ich glaube, der will ausgeraubt werden. Noch ein Hund. Hund. Habe ich dich schon räudiger Hund. Wieso bist du denn räudig? Ich hätte dich als putzigen Hund bezeichnet. Na gut. Spiel wird schon wissen, was es macht. Ach, das ist einfach einer der schönsten Orte hier, die ich kenne. Mag ich noch mehr als Valentine die orangenen Verzeihung, irgendwas im Hals. Die orangenen Straßen und so, das ist einfach wunderbar. Ach, ich sollte vielleicht einen Wegpunkt machen. Oh, das... Ja, ich habe doch woanders hingezielt. Ihr habt es genau gesehen. Vielleicht finde ich es dann eher... ein Pudel oder ein Labradudel oder irgendwas. Bleib stehen, Pferd. Pudel. Wie kann man seinen besten Freund verlieren? Ja, ich sehe gerade dich. Alles gut, kann ich mit dir reden? Hallo, Sir. Listen, have you seen... I'm looking for my friend Gavin. Nee, habe ich nicht gesehen. I don't know any Gavins, I'm afraid. English bloke. Lovely fella. He went missing and now I'm all alone. Das ist nicht gut. Good luck. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Kann ich dir irgendwie sonst noch helfen? That's too bad. Ja, ist es. Gavin! Oh, das Schreien hat mich gerade kalt erwischt. Vor allem mitten in mein Gesicht. Was hat er nicht gesehen? Okay. Da kann ich... Okay, ja. Soll ich mitschreien? Anscheinend nicht. Okay. Dann gehen wir mal zu John. Au, au, au. So viel Zweige im Gesicht, das kann nicht gesund sein. Schlecht fürs Haar. Ein Tor, kommen wir da durch? Ja, so einfach geht's. Caliga Hall. Ein schöner Name für ein sumpfiges Anwesen. Ach, da sind doch die Wachleute, die mich, glaub, kennen. Hi, Jungs. Und da hinten ist mein anderes Pferd, das ich da geparkt habe. Can I help you there? Ja, hoffentlich. Sure. Those supposed to be my business partners here. They arranged a meeting, I believe, about some horses. A fellow with a scar and a Mexican. Yes, sir. Das klingt vertraut, ja. Out by the stables. Thank you. Sehr gut. Have a wonderful day now. Na gut. Dann auf die Schnelle zu den Ställen. Ja, ich weiß. So gut war der jetzt nicht. Good girl. Ja, mein Pferd muss ich trotzdem loben. Das muss ich den ganzen Mist hier anhören. So, Jungs. Was macht man hier? Wieso liegt da Kacke? And you're helping everybody. And everywhere. And have you met my partner, Arthur Morgan? No. I met your son, the sheriff. Okay. Mr. Gray here was saying how he had problems with a family. Nein. A family of degenerates. Oh, well, nobody likes degenerates. The hag and her inbred sons. They ruined this county. They killed my uncle, you know. Was? That ain't right. He's a miscarriage. Can't be seen to get too close. And? We've got gold, Yankee. Dann her damit. We've got gold. I ain't no Yankee, friend. I ain't nothing. My daddy came over on the boat from Scotland. I'm Scottish. And the Braithwaites? Goddamn peasants.
I don't know. Mongrels. Slave fuckers. All you gotta do is look at them. How much gold? Enough. These are prized horses I'm talking about. Them, they'll get you 5,000. 5,000? For horses? Easy. And where do we sell them, these $5,000 horses? Over in Clemens Cove. Fellow over there will run them out of state and give you 50 cents on the dollar. Mister, you got yourself a deal. Ich hätte lieber aber einen Dollar für den Dollar. Just keep us away from this. Publicly, I mean. My sense is we keep all horse wrestling away from the public. Sure. Ich glaube, wir stehen hier zwar nicht auf der richtigen Seite. Ja, ja. Hey, you're okay, girl. Ja. Wäre beinahe falsch gefahren im Pferd. Boah, das sieht richtig genial aus, das Spiel. Ha. Kann ich immer nur bewundern. Hey, da ist ein Zaun kaputt. You should see the Braithwaite woman. Hosea and Sean were planning on going over to the Braithwaites. You haven't seen them? No, not yet. If they're there already, they better keep their heads down. We don't need this to be any more complicated than it already is. Das ist alles kompliziert, was wir machen. We've been robbing the wrong folk all these years. Yeah. Das glaube ich auch. He doesn't know what he's talking about. But if we get even a third of that, it'll be worth it. Ja, und dann machen wir uns ans Gold ran. The place is well guarded. So there ain't no point in blasting in there. We'll make them think we're there looking to purchase. Three armed men? You'd be armed if you were about to spend 5,000 on horses. We should go in the back way, though. Avoid too many questions. Ich mag eh keine Fragen. Kann ich meistens eh nicht beantworten. Boah, sieht Baumstamm. Muss mal den Tipp ausprobieren, dass man hier... Careful. There's a guard. Nur mit der Maus linkt, nicht mit A und D. Kann man den umbringen? Can I help you, gentlemen? Yeah, we're here to see about some horses. Horses? Mm-hmm. Yeah, we had an appointment with Mr. Braithwaite, I believe. Yeah, I never heard about any of this. Our partner wanted to make a significant investment in some stables down here. Oh. But perhaps we should look elsewhere. Well, okay then, let's head on up to the stables. Ah, das ist eine gute Wache. Die versteht was vom Geschäft. Dankeschön. Ein Glück gab's noch keine Funkgeräte damals. Wir haben ja schon aufgeflogen. Was sind denn da für große Eutertiere unterwegs? Nice and easy. No need to rush. We don't want to draw any unnecessary attention. Vielleicht sollte man dann auf dem Weg bleiben. Ach, das ist praktisch ein Weg. Aber schlecht zu erkennen. Zumindest auf der Minimap wird er angezeigt als Weg. Alright. I think that's the stables just up ahead. Heads down, play cool. Head around the front. Hitch up there. Servus. Orderly. Servus. Alright, let's hitch up here. Na gut. Arthur ist der Boss. Und ich bin Arthur. Let me do the talking. Ein Glück bin ich gut mit Worten und so. Hello there. Can I help you, boys? I hope so. Heard you got some horses. We always got horses. Fine horses, I mean. I don't get you, friend. Yeah, you do. Come on. Listen, why don't you get out of here? You, Scarface, and your greaser buddy. Hey, I don't like officials. No, don't need Scarface. We're connoisseurs, looking to do some breedings. Come on now, partner. Okay, fine. Follow me. Ah, die sind alle so leicht zu überzeugen. Das gefällt mir. These are the studs available for purchase or for working. That's what you're interested in. What is your boys interested in? We represent a famous stable and stud farm from Saratoga. Is that so?
Unofficially. Of course. This here's Cerberus. Lautlos töten. Entschuldigung. Ich hätte dich auch nur ausgenockt. Huh? Okay. Bandana's on. Don't need nobody recognizing us. Hey, das eine sieht so aus wie meins. Alright, I'll grab the white one in the middle, you get the other two. Ihr habt doch schon so ein weißes. Relax, boy. Ganz Come on. Good boy. Ja, das ist doch mein Pferd, 1:1, außer dass meins cooler Marshall, ist. You're gonna tether him up to Javier's horse. Okay. Javier, you're gonna lead the stallions. Und was ist das andere? Come on. Ein Javier. Nee, das kann Marston, nicht sein. I'll cover up the back. If there's any problems, we regroup at Clemens Cove. Okay. Mm. What are you doing? Let's go, quick! Pferde entführen. Get going, you two. Hätte ich das nicht sagen sollen. What the hell are you doing? Stop! Stop! We're being robbed! I said stop these men! Stop! Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Das ist ein Roadkill. Look out ahead! They're coming out of the fields! Keine Zeugen. Zumindest ein Zeuge weniger. Watch out, buddy. Jetzt. Man muss auch aufpassen, dass man nicht auf Freunde schießt. Komm schon, Arthur. Muss nachladen. Oh je, oh je. Ihr seid tot. Das ist der kleine, aber feine Unterschied. Haben wir auch einen schwarzen Araber, den man klauen kann? Keine Zeugen. Keine Zeugen. Das liegt doch wunderbar. Kaum Aufmerksamkeit erregt. Ja, ich denke ich auch. Wir sind mindestens 100 Meter schon entfernt. Eins, zwei. Nein, niemals. Hab euch. You see any more of them? No, don't think so. All right, let's get these horses to Clemens Cove. Hey, der hat einen Schuss noch. Das wird den Wert vermindern. Vielleicht kann man drüber streichen. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Shit, one of the stallions is loose. Keep going, I'll get him. Ganz ruhig. Will dich untersuchen. Ja, da hilft mir ein Lasso. Come here. Hey, hey. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Das liegt an den Schusswunden, die du hast, oder? Boah, ein Glück hat mich das jetzt nicht mitgezogen. Hey, now. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Hier passiert nichts. Wir wollen dich nur verkaufen. Wir wollen dich nicht essen. Du hast einen schönen Stempel auf deinem Arsch. It's all right, boy. Ja. Komm mit, Pferd. Good boy. Was ist das überhaupt für ein Pferd? Kann ich es kurz anbinden? Wahrscheinlich schon. So. Vielleicht bist du ein... Oh, du bist ein schwarzer Araber. Das wäre natürlich perfekt. Kann ich das einfach behalten? Wäre glaube wertvoller als das, Hey! Wieso folgt mir mein anderes Pferd nicht? Ah, jetzt. Jetzt hat er gepfiffen. Aber nicht schlecht. Muss ich das abgeben? Wie gesagt, es wäre wertvoller, das selbst zu behalten. Vielleicht kann ich es an mich binden. Ja, ganz gut. Vielleicht noch einen Zuckerwürfel.
Kann ich nicht? Geht nicht? So. Zucker, 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 Zucker. Salbei ist auch nicht schlecht. Oder ein Apfel. Hab gelernt, Pferde mögen Äpfel. Mmh, das ist lecker. Ja, gutes Pferd bist du. Hey Morgan! Over here! Ja, alles gut. You got him! Well done! Dankeschön. Clemens Cove is just over there. Come on. Let's get this over with. Das ist hier nicht unser. Doch, da hinten ist doch unser Camp. That could have gone smoother. Ja. That'll be on my gravestone. Wäre ein passender Titel. You think they look like they're paying 5,000 for horses? I guess we'll see. Ich schieß die um, dann behält man die Pferde. Müsste man nur was gegen das Brandzeichen machen. Vielleicht Haare drüber kämmen oder sowas. Ihr kriegt noch mal einen Apfel von mir. Vielleicht liebt er mich dann mehr. Hier, Distel. Schmeckt auch gut. Ah, Klettenwurzel. So. Was ist, wenn ich rein theoretisch, mein Sattel abmache? Ach, das kann ich gerade nicht. Spiel hat auch an alles gedacht. Let's move. Sicher, dass ich mich nicht dran gewöhnen kann? Ja. Komm schon. Papa hat dich doch ganz gern. Was magst du? Wilde Möhre. Da werde ich auch ganz wild. So, nochmal anbinden. Aber ich glaube, das Pferd mag mich einfach nicht. Beruht aber nicht auf Gegenseitigkeit. Ich hätte es behalten. Na gut. Also, hier mit den 5000 Moneten. What you boys want? Geld. Heard you pay good prices for horses. Oh, we'll buy more or less anything, Pop. That so? Sure, Pop. I'm Clay Davies. That's my brother Clive. Hi, Clive. We're twins. John. Arthur. Javier. Schön unsere echten Namen verwenden. So what are you? Cuban? No, I don't like Cubans. That so? Maybe. Why, what do you care? You ain't Cuban. Maybe I like Cubans. Ooh, you're funny. He's funny. Ain't he funny, Clive? Clive don't talk. We're twins, but I was born first. He came out all yellow and black, but he's okay. Ah. Sure. Hey, lass doch mal deinen Bruder in Ruhe. I know these horses. They ain't yours. Na, jetzt schon. I like you, and I'll give you... I can give you 650 for them. I was told we could get up to $5,000 for them. And I was told the moon was made of ladies' tears. Only it ain't true. Not one little bit. But... I like you boys. But I ain't got more than 700 on me. You want it, or you want to ride them fellers into town, and maybe someone there will hang you. We're gonna need more than that. I ain't got no more money, Pop. Here, take it or leave it. Ich kann's nehmen, euch erschießen und die Pferde behalten. Goddamn fool, Marston. Ain't no one around here got $5,000, boys. But nice meeting you. See you boys again, I hope. Echt, wir lassen die ziehen? Yeah. Warum? Close the gate, Clive. Wieso sind wir so weichherzig geworden? Geld nehmen und dann schießen. Leave the yarn spun us by one of that Gray family. And imagined we was gonna be wonderfully rich. Ja, das hatte ich tatsächlich. At the end of it, we felt like prize idiots. Das tue ich immer. Ach je. Ach, mein Anteil $100. Ja, damit kann ich mir nichts kaufen. Was ist denn das hier? Tee? Ach, wahrscheinlich Trelawney. Ich muss mich mal kurz waschen gehen. Ganz schön sumpfig und dementsprechend klebrig alles. So, alles sauber bis auf das Gesicht. So, die Hose trocknet und die Fürze werden den natürlichen Geruch wiederherstellen. Is he an honest frog? The way I see it,
Ach, Jatsch labert da schon wieder. Aber zumindest mit Lenny. Wir müssen wieder ein bisschen spenden, damit unsere Ehre steigt. Und zwar in schönen Abständen von $21. Währenddessen können wir mal lauschen, was Dutch und Lenny da so bequasseln. Jo, gern geschehen. Ehre dazu. Beitrag leisten. Ja, mach mal 2-3 Mal. Na egal, jetzt sind 22, was will's. Hey, Ehre. Beitrag leisten. Ein Glück habe ich gerade so viel Geld. Ich glaube, das könnte ich im wahrsten Sinne des Wortes den ganzen Nachmittag machen. Dann wird sich ein bisschen auf die Zeit auswirken, wenn man so viel davon macht. Aber hey, es geht nach oben. Ich glaube, wir sind Ehrenstufe raufgerutscht. Also 2-mal machen wir es noch und dann suchen wir uns eine andere Mission. Vielleicht gehen wir mal zu den Braithwaites, die wir gerade bestohlen haben. Komm schon. Ach, deren Diskussion ist anscheinend fertig. Na komm, danach noch einmal und dann geht zu den Braithwaites. Geht ja gerade schnell. Yay, Ehre, ich werde mir irgendwann einen super Anzug leisten können. Leisten ist ja nicht das Problem. Kaufen, weil mein Ehrenlevel ehrenvoll ist. So, wunderbar. Das gefällt mir. Jetzt habe ich es mal manuell gedrückt. So schlecht sieht es doch gar nicht mehr aus. So, Trelawney hat was. Müsste was für uns haben. Nein, Maika, geh mir aus dem Weg. Hi, was willst du? Nothing. I'm just being civil, my brother. Personal space, geh mal ein bisschen weg. You really are a very charming man, aren't you? Ja, das wusste ich schon. So. Mal Billardin. Ja, kleiner Trickbetrüger. Ja, Trelawney. Are you busy, Arthur? Immer. Why? Immer. Well, I know you think I'm just some effete buffoon. What? A man of words and not of action. Hardly a man at all. Well, I think you're as slippery as an eel in an oil slick, but still a man. Because I think I've found something interesting. Yeah? Interessant. Have you ever robbed a stagecoach? No, never. I would have even thought. Of course I robbed a goddamn stagecoach. You know I have. And what's the problem with stagecoaches? The armed man attempting to put a bullet in your head? Not quite. The odds. I mean, is it worth the robbing? Sometimes. I know. But, well, if you'd like to come with me, I can introduce you to a new best friend, and he's going to give you all the decent, robbable stagecoaches a hot-blooded degenerate could require. Well, I could require a whole lot. So where do we find this friend of yours? Rhodes. Because what can possibly go wrong there? Ach, gar nichts bei uns. Lead the way and we'll find out. Sehr gut. Nützliche Postkutschen zum Überfallen. Das habe ich mir zu Weihnachten gewünscht. You sure seem to have got about around here. You know me. I like to make friends in low places. How the hell you end up down here anyway? I could ask the same of you. I have a few commitments over this way. Some expenses to meet. Expenses? What expenses? Gentlemen's canes and rabbits to pull out of hats? Among other things, I had quite a nice little business going for a while. Shares in a gold mining company. Excellent returns for the investor of a certain financial standing. Until, well, that unfortunate run-in with the law. Yeah, that's how it goes. Thanks for disappearing on us during that Sean business, by the way. I'd done my part. Each to their strengths, dear boy. You know, you boys should really watch yourselves with those two families. This ja, ich glaube, da hast du recht. People talk. I tried to mention it to Hosea, but you know how he is. Anyway, while they're off chasing their pot of Confederate gold hidden at the end of some rainbow, let me present you with something real. Here we are. We can hitch up outside. Ja, I'll make the introductions, gut. Arthur. So, dann einmal festbinden.
Warum auch immer, läuft ja so oder so nicht weg. Ist ein treues Pferd inzwischen. So, wo bist du denn? Ach, da drüben hast du geparkt. Ach, ist das herrlich hier. Ja, begib dich zu Trelawney. Ich dachte, er kommt zu mir. Ah, jetzt kommt er. Hey. Hang back a bit and let me do the talking. We don't want to scare him off. Na gut. Boah, ich muss echt zum Friseur im Spiel. Die Frisur geht, aber die Barthaare, die kommen ja sogar schon aus den Nasen. Hier gibt's aber viele Leute. Sollen die das alles mitbekommen? Allemoine Landmark. Hello, Alden. Hello, Josiah. How have you been? Dandy. And you, friend? Like I said, times are tough. My missus is a bad woman. Nein. Terrible woman. Soll ich sie umbringen? They often are. But how's work, Alden? Terrible. Wait, nicht sagen, dass Frauen meistens furchtbar sind. Ein paar Ausnahmen. They've been saying that nonsense since they invented the wheel. The wickedness of bosses. I know. Und es gibt ein paar schlechte Frauen, aber meistens sind noch ganz nett. Adequate fulfillment of our duty. A discouraged man is no man at all, Alden. No man at all. My friend Arthur here has a present for you. Hab ich? Anscheinend habe ich. Ain't you kind, sir? Gern geschehen. He's one of us, a fellow man of distinction. Okay. Well, this is perfect timing. I think you'll like this one, Josiah. It'll be coming south down the river road through Siltwater Strand. Thank you, Alden. Thank you very much. Oh, and Josiah, if you or Arthur are ever out Strawberry Way, ask for my colleague there, feller called Hector. He's also one of the, what did you call us again? Discouraged men, Alden. That's it, discouraged men. I like that. Well, goodbye, Alden, or should I say adieu? Oh, adieu, Josiah. Adieu. Ja, mit der Postkutsche. Papa braucht Geld. Lesen. Kutsche kommt Richtung Süden die Flussstraße runter durch Siltwater Strand. Okay. Und werden wir ja gleich direkt sehen. Kriegen einen schönen Wegpunkt. Müsste man nicht so viel unnötige Karten lesen. Können es aber jederzeit tun. Ist anscheinend im Inventar. So, ein Glück ist hier alles voller Treppe. Und dann wollen wir mal. Dein Pferd kackt gerade. Oh, okay. Okay, I think I know a good spot to wait. Follow me. Okay, let's go. This way. Bin auf dem Weg. Hätte aber auch ein richtig geiles Pferd. Simple as can be. Seems a lot of the station workers are in on it these days. Earning a pittance. The unions are whipping them up, so they want something on the side. Like he said, there, Strawberry. Could create a lot of opportunities for a man in your line of work. Oh, das stimmt. I ain't sure about going back to Strawberry after all that. Ach, da war man doch schon. Didn't sound like you left anyone alive to recognize you, so I wouldn't worry too much, dear boy. All this trouble. You gentlemen are becoming quite the celebrities, aren't you? Soon you'll be on the front of a dime novel. And dead, of course. Ich We're hoping to be long gone before that. Dutch has a plan. Aber an den glaube ich persönlich noch nicht. Here at this crossroad, okay? All right. Habe ich das Haus schon ausgeraubt? Glaubt noch nicht. Here we are. This is the spot. Ist ja relativ öffentlich zugänglich. Direkt neben dem Hof. Okay. This should do. Sure. Here. I'm hoping we won't need those. Better safe than sorry. So what were you thinking? Well,
According to this, the loot is located in a strong box, which is in the back. I'll put on a little performance, and you can scurry around, open the strong box, and relieve them of their goodies. And how do I open the strong box without threatening someone to open it for me? This should work. And I can do this silently? Well, I'm hoping complete silence won't be necessary. But you're going to wish you had your earplugs. This is Damson. Oh, very good, Alden, very good. Of course, if anything goes wrong, you can wave your guns around like you normally do. Hold tight. They'll be here soon. Oh, aber ich kann auch mit dem Dietrich hantieren. There it is. Right on time. Let's go. Keep your distance so they don't see you. And please leave that gun in its holster for once. Ich kann nichts versprechen. Solltest du dich nicht beeilen? Die können sie jetzt schon erschießen. I'll ride ahead and get the coach to stop. You hang back. Don't let them spot you or you'll scupper the whole thing. No, 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 no. Hello. I hope you don't mind my singing. Not at all. I'm preparing for a show. It's a free country. Did you say a show? It's a small benefit to build an opera in Blackwater. Just a moment. Mrs. Chester Damson. Sehr erfreut anscheinend. I flatter nobody. Stop the coach, my good man! Stop the coach! Na, er braucht aber lang zum Anhalten. Na, das ist aber Glück, dass sie da drin waren. Ausgerechnet die Sängerin. Achso, ich soll mich schon links ranschleichen wahrscheinlich. Und wie löse ich das jetzt? Miss Damson, you owe it to West Elizabeth. Ja, aber der eine Typ sieht mich da doch, oder? Dreht er sich irgendwann mal um? Muss ich den ausknipsen? Okay, jetzt deckt er irgendwas anderes. Er hat aber eine schöne Stimme. Ohoho, er hat mich beinahe gesehen. Viel Geld. Adagio. Adagio. Komm schon, weg hier, weg hier. My good man, they're perfectly safe. Can we go, please? I got a train to catch. Ja, ja, ist ja gut, das Geld habe ich schon. I've heard enough. Why do I have your card? Können wir hier weiter zusehen? Is on the 23rd of this month. I can't say enough, Mrs. Damson. Magnifico. So sorry, gentlemen, for the interruption. Und für den Diebstahl. Macht's gut. Oh, es lohnt sich doch, Trelawney dabei zu haben ab und zu. Es war jetzt kein blutiges Geld. Sorry, girl. Nicely done, Arthur. A little finesse for once. Bin ziemlich gut am Finessieren. Jetzt steige ich wieder ab. Wollte ich doch gar nicht. So, und nun? Well done, sir. Well Dankeschön. Done. It was easy. You did all the work. Teamwork, my dear boy. Teamwork. Here you go.
thank you. Ja, einen ganz kleinen Anteil. It's only good. Go see Alden from time to time. See you soon, Arthur. Ciao. Das war echt nicht schlecht. Mehr als die Pferde eingebracht haben. Also zumindest mein Anteil ist größer. So viel bräuchte das Camp doch gar nicht mehr. So, irgendwo... Also mein Pferd hat entleerte Kerne. Und wahrscheinlich demnächst wieder einen entleerten Darm. Da müssen wir mal eine Karotte nachschieben. Hier war doch gerade ein... weißes Symbol. Oh, Streifenhörnchen, glaube ich. Nagetier. Scheiße. Fernglas. Nein. Bleib stehen. Du bist umzingelt. Ah, Streifenhörnchen. Wunderbar. So, ich dachte, hier wäre dieses weiße JC, ich hätte irgendwas tun können, gewesen. Okay, Girl. Vielleicht nicht. Reicht mal einfach mal in die Richtung. Gleich haben wir den auch verängstigt. Obwohl, für irgendeinen müssen wir noch einbrechen. Was bist du denn? Was macht die Kuh hier draußen? Na, Esel. Das ist ein Esel? Was hab ich denn? Ich bin der Esel. Ah. Wow, jetzt erkenne ich, dass es ein Esel ist. Verzeihung, habe ich das falsch gegendert, das Tier. Ja. Mehr oder weniger. Habe ich mehr falsch gemacht, aber trotzdem. So, Husi wartet auch, aber ich glaube nicht, dass das noch in die Folge passt. Wir schauen einfach kurz mal... Was ist da denn los? So viel. Wer? Warum? Wer ist denn das? Ihr macht gar nichts. Er stirbt. So. Pferd, ich danke dir, aber hier mache ich selbst weiter. Bring dich mal in Sicherheit. Ist da hinten auch einer? Leider mein... Sag mir. Muss ich erstmal besser schießen. Ach, Lemoini seid ihr. Wieso greift ihr mich an? Hofft dann zumindest, ihr habt Geld. Die goldene Taschenuhr war schon mal nicht schlecht. Aber Geld sehe ich jetzt nicht wirklich. Ich mag Dynamit. So schön explosiv die Stimmung danach. Jo Pferd kommt mit. Die da unten kann ich alle plündern. Da sind gute Pferde draufgegangen. Sogar so ein schönes gechecktes wie Trelawney hat. Kann ich dem noch irgendwie Wiederbelebungs... Ich glaube nein. Oh, das tut mir leid. Warum ist das auch auf Dynamit getreten? Wer bricht Brandy denn nur an? Können sie ihn wenigstens auftrinken? Ja. Goldene Gürtelschnalle. Und... hoffentlich irgendwas mit Platin. Ah, goldener Ehering. Na, da wird die Frau nicht begeistert sein. Was der Mann schon alles hier gemacht hat... der sieht nicht gut aus. Der sah einfach nicht mehr... gut aus. Vorsicht, mein Pferd, Vorsicht. Ihr habt doch gesagt, du sollst vorsichtig sein. Können wir noch was machen? Hier gibt es anscheinend ein legendäres Wildschwein. Wenn ich die Karte richtig interpretiere. Vielleicht können wir das noch jagen. Wenn wir wieder ein legendäres Tier weg, dann müssen wir unbedingt mal den Trapper, Tapper, den legendäre Tierpelz-Ding finden. Also noch sehe ich nicht, dass ich das Gebiet eines legendären Tiers betreten habe. Finde ich nicht gut. Ich will doch ein Wildschwein.
Und es leuchtet bis jetzt auch noch nichts wirklich Gold. Das ist doch einfach Klatschmohn, oder? Schafgarbe, meine ich doch. Sieht ja fast genauso aus. Ah, keine Ahnung, was Schafgarbe ist. Hat anscheinend nicht geschmeckt. So, da muss ich erstmal ein bisschen gesalzenes Fleisch fressen fürs Dead Eye. Bevor ich nochmal angegriffen werde, wird sich das auf jeden Fall anbieten. Und müssen wir auch schön runterspülen. Da ist nochmal so ein cooles Pferd. Mal mit dem Fernglas. Ah, so cool ist das nicht. Mittelcool ist es. Aber das mit dem Wildschwein verstehe ich nicht. Das waren doch die legendären Tiere. Nee, die legendären haben so eine Krone drauf. Ah. Dann brauche ich ein Wildschwein mit einer Krone. Glaube ich. Bin mir fast sicher. Schauen wir mal. Obwohl, da ist noch ein Erl, der will Wildtierfotografie. Haben nur die Erschossenen eine Krone? Oder gibt es sowas wie legendäre Hasen und Hirsche und Büffel? Das kann ja eigentlich nicht sein. Es gab doch viel mehr legendäre Tiere, als ich jetzt erwischt habe. Wir schauen noch mal kurz, wo ich bin. Wir versuchen es einfach noch mal. Ansonsten habe ich mich nämlich da gehörig geirrt und wir müssen nur nach den Rekruten. Okay, das wird kein Wildschweinruf sein. Was für ein Zeuge, wer ermittelt? Nee, das involviert mich. Lass mal deine Waffe los. Oh, das ist gefährlich. Wieso soll ich ihn erschießen? Ich plündere ihn erstmal. Ja, wo bist du denn? Wieso bist du gefesselt? Was machst du denn da? Ja, mach ich. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Get me down off here, please. Mach ich. Sweet Jesus. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig morgen. So, ich nehme dir hier mal die nette Frau runter. Mach den los mit dir. Cut the ropes, please. Mach ich. Jo, will mir einmal mal erklären, was hier los ist. But Tom, Jesus, whatever's on that bastard will never know. Not exactly a happy union, I take it. Time to move on once and for all. I mean it this time. Ja, es wäre am besten, vor allem weil der Typ nicht tot ist. Vielleicht sollte man ihn leicht ins Wasser legen, dass er mal ernsthaft sich feuchte Gedanken machen kann. Oder ich mache die Mission, ich muss ihn ja ein paar Meter hinter mir herziehen. Muss ich dazu freilassen wahrscheinlich. Komm doch nicht in die Richtung. So. Ich mach dich los und ich setz mich aufs Pferd, okay? Okay, girl. So. Und das müssen wir jetzt ein bisschen machen anscheinend. Scheint ihm nicht zu gefallen. Vorsicht, wird nice. Hier ist ein Fragezeichen. Wieso ist hier ein Fragezeichen? Doch ein legendäres Tier. Aber wisst mal Bescheid. Tier in der Pfütze. Wie viel sind denn 3300 Fuß? Ich glaube, ein Fuß sind so ungefähr 30 Zentimeter. Ja. Oh.
glaube, das hat sich erledigt. Vorsicht! Was machst du denn? Na gut. Der andere macht ein Nickerchen. Ansonsten, ach, schau mal noch, was das hier für ein Tier ist. There, girl. Easy, easy. Zumindest irgendwas. Ja, da liegt Kacke. Das sehe ich mit einem Auge. Legendärer Fuchs. Schau mal kurz auf die Karte. Ach, der hat eine Krone. Okay, wunderbar. Wisst mal Bescheid. So, dann brauche ich was mit Zielfernrohr. Wunderbar. Fährte folgen. Das klingt doch gut. Bis zum nächsten Kothäufchen. Oder angeknabbertem Lunch. Das werden wir schon sehen. Das werden wir schon sehen. So. Ich kann sagen, ohne Deadeye könnte ich hier gar nichts tracken. Ach, da oben ist irgendwas. Da ist er. Nee, das ist ein amerikanischer Rotfuchs. Das ist kein legendärer Fuchsy Mac Fuchsface. Den müssen wir irgendwie noch finden. Oh je, ein Ast. Das war garantiert nur der eine. Ain't close. Was hat er gerade gesagt? Er ist nicht nah. Gefällt mir aber nicht. Wir sollten nicht rennen. Wir kriegen ihn. Ich bin mir fast sicher, dass wir ihn kriegen. Ich hole mal mein Pferd, bevor das außer Reichweite gerät. Ich kann jetzt aber auch nicht rennen. Oh, Fährte folgen. Ein bisschen schneller würde ich gehen, aber rennen, dann würde ich ihn ja verscheuchen, wenn er irgendwann vor mir ist. Schätzt mal, das ist noch der richtige Weg. Ich sehe gar nichts mehr. Wo ist die Fährte hin? Ah, da. Da hinten ist doch was. Ganz ruhig. Vielleicht ist hier ja der Fuchs ganz in der Nähe. Vielleicht das Weiße da. So ein Blumen. Ich bin ein guter Jäger. Ich bin ein sehr guter Jäger. Kann Pflanzen von einem Fuchs unterscheiden. Oh, Fell. Ja, das sollst du nicht machen. Fell untersuchen. Wo führen die Fellspuren hin? Close. Oh, er ist nah. Wie nah? Da hinten ist ein Fuchs. Und das ist wieder unser amerikanischer normaler Rotfuchs. Da ist er. Fuck. Habe ich schon mal gesagt, dass ich gut im Jagen bin? Wo ist er hin? Ah, da liegt er. Oh nein, du leidest. Oh, ist das furchtbar. Tja, erlöst. Und nur ein bisschen gelitten, würde ich sagen. Es geht uns ja nur ums Fell. Warum müssen wir so schöne Tiere umbringen? Ach ja, wir kriegen geile Ausrüstung. Ich hab vergessen. So, das Fleisch lassen wir aber diesmal da. Und wir haben auch seine Klaue bekommen. Pferd, reg dich nicht so auf. So. Verstaumer auch generell sehr viel. Hast einen sehr pilzigen Arsch inzwischen, Pancake. Ah. Na gut, aber ein weiteres legendäres Tier abgearbeitet. Und dann würde ich sagen, reicht das tatsächlich schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.